Und damit herzlich willkommen zurück zum FIFA 16 Karrieremodus mit dem MSV Duisburg. Heute steht unser Gastspiel beim Greuther Fürth an. Wir schauen kurz auf die Tabelle und sehen, wir sind auf Platz 4, haben unser letztes Spiel im Heimspiel gegen München, so rum ist es richtig, haben wir nicht gewinnen können, haben kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert. Nach einem starken Spiel, muss ich doch sagen. Für unsere Verhältnisse muss man jedenfalls dazu sagen. Also, wir sind natürlich nicht die beste Mannschaft der Liga, das ist ganz klar. Aber der Teamgeist stimmt in der Mannschaft. Und was noch zu sagen ist, wir sind in diesem Jahr 2016 ungeschlagen. Und das soll auch weiterhin so bleiben. Gegen den Tabellen 13. Und mit einem Sieg könnten wir nach vorne springen, auf 39 Punkte kommen und den Relegationsplatz wieder zurückerobern und Union Berlin vielleicht verdrängen und auch Druck auf Bochum machen. Also alles ist drin. Im Moment scheint nur Düsseldorf so stark zu sein, dass wir da nicht gewinnen können. Wie wir ja auch im direkten Duell gesehen haben, da waren sie doch um einiges stärker als wir in der Schlussphase. Ja, was haben wir noch? Wir haben Patrick Pflücke mit einer roten Karte. Das ist nicht nur bitter, das ist einfach nur verdammt ärgerlich. Weil der Junge eigentlich einen guten Eindruck macht. Und wir nehmen mal Nico Klotz mit. Hat ein Spiel jetzt Pause, weil er eben diese gelb-rote Karte gesehen hat. Holland. Ich glaube, diese gelbe Karte soll uns sagen, wenn er noch eine gelbe bekommt, dann ist er gesperrt oder ist er gesperrt? Auf jeden Fall wollten wir sowieso mal Albutat reinlassen. Holland auf die Bank. Sonst, wenn das nicht geht, dann müssen wir noch Dauschmidt reintun. Aber ich glaube, so könnten wir die Sache angehen. Oder sollten wir mal Scheithauer wieder mit reinbringen? Vielleicht bringen wir gleich nochmal kurz Scheithauer. Nee, also so würde es funktionieren. Wir spielen auf jeden Fall in Fürth und da wollen wir natürlich gewinnen, damit wir oben dran bleiben. Damit wir da nicht einfach wieder nach unten rutschen. Scheithauer kriegt wieder die Chance. Stöger über links kriegt auch die Chance. Und hier, das finde ich im Moment, ist einer der Besten im Team. Rolf Fälscher zusammen mit Zlatko Janic im Moment die Besten im Kader. Das ist meine Meinung. Schreibt mal rein, wer ist denn für euch der Beste im Moment? Wer macht einen starken Eindruck? Ist es vielleicht der neue Stöger, der auch schon, muss ich auch sagen, gute Spiele gemacht hat? Wolze ist auch ein Spieler, der mir sehr gut gefällt. Auch wenn er gegen Ende des Spiels immer so ein bisschen platt wirkt. Und wir da oft Bohl einwechseln mussten. Aber das ist überhaupt kein Problem. Denn wenn man gute Spiele auf der Bank hat, warum nicht? Stadion am Laubenweg. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, Freunde. Wenn hier ein Fan von Greuther Fürth mit dabei ist, der kann mir sicherlich sagen, ob dieser Name richtig ist oder nicht. Oder ob das schon lange her ist, das Stadion wie hieß oder wie auch immer. Ich weiß es nämlich nicht. Also die Tabellensituation habe ich gerade schon erklärt. Mit einem Sieg haben wir gute Chancen, wieder auf Platz 3 zu rücken. Wir stehen ohnehin sehr gut da. Sehr, sehr gut stehen wir da. Und bald haben wir auch schon die 40-Punkte-Grenze überschritten, die ja von vielen Vereinen als so wichtig angesehen wird. Denn 40 Punkte stehen für den Nichtabstieg, für eine solide Saison. Und genau das spielen wir ja. Und 40 Punkte werden wir auf jeden Fall erreichen. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Und auch nicht mehr unten reinrutschen. Ganz im Gegenteil, wir peilen die oberen Plätze an. Und wie spannend wäre bitte eine Relegation zur ersten Bundesliga? Also, da wäre die Vorfreude jetzt bei mir auch schon sehr groß. Da ist die erste Chance für Fürth. Stöger. Albutat. Albutat hatte sich beschwert, dass er mehr spielen wollte und jetzt geben wir ihm einfach mal die Chance.
Da ist er wieder, Al-Buthard. Mit Stöger. Ja. Im Zweikampf abgeprallt und dann gibt es den Abstoß. Bei diesem Regenwetter in Fürth. Chanturia. Bolze. Jetzt Stiepermann über außen. Stöger und Wolze helfen sich da und können die Fürther rausdrängen. Und jetzt haben wir den Ball. Al-Buthard kann den Ball nicht vorbeilegen am Fürther. Und so gibt es dann die Chance für Greuther Fürth. Aber alles noch im grünen Bereich, noch nichts, was uns jetzt wirklich Sorgen machen sollte, was die Fürther da nach vorne bringen. Ah, schade, wenn der Pass ankommt. Ein bisschen stärker im Pass und dann kommt er. Ich werde mal ein bisschen offensiver spielen. Vielleicht können wir sie dann, so wie die Münchner, frühzeitig stören. Aber die spielen das schon echt gut, teilweise. Fälscher. Fälscher sieht da keine Anspielstation, muss zurückspielen. Und hier gibt es keine Gefahr. Und Janic ist jetzt vorbei. Janic macht das stark. Und dann gibt es die erste Ecke in diesem Spiel für den MSV Duisburg. Das ist ja bisher noch nicht so unsere Stärke. Ecken. Ecken! Und schon kaum sage ich es, wird es eine gefährliche Ecke. Jetzt könnte es den Konter geben, weil wir doch sehr weit aufgerückt waren. Auch unsere Verteidiger im gegnerischen Strafraum waren. Deswegen hilft Gaudino jetzt ein bisschen aus als Linksverteidiger. Trinks. Schröck. Und da ist die Chance. Und die nächste Chance, aber nichts, was aufs Tor kommt. Also der zweite jedenfalls nicht. Der erste hat Radhajczak, den hat er gut gehalten. Nur wir kriegen offensiv noch nicht so viel hin. Wir hatten diese Ecke. Und Scheidhauer auf Janic. Janic. Und immer die Hoffnung, dass der irgendwas mit dem Ball macht. Das Ding unhaltbar irgendwo reinploppt. Wie schon so oft in dieser Saison. Gaudino hat Platz. Muss es versuchen. Pfosten. Stark von Gianluca Gaudino. Im Sommerneuzugang. Der unverzichtbar geworden ist für uns. Wir lassen die Fürther ein bisschen mehr Ballbesitz, den Fürther ein bisschen mehr Ballbesitz, aber es ist nicht so, als ob sie jetzt durch diesen Ballbesitz uns an die Wand spielen würden. Deswegen können wir das zulassen. Trinken sie mit der Ecke. Vielleicht gibt es jetzt auch eine gefährliche Ecke auf dieser Seite. Ja, die gibt's. Und die Nachschusschance. Also es ist eine Menge drin in dieser Partie. Caligiuri. Ja, der war nur ein bisschen zu hoch, aber der war nicht schlecht.
Und die Nachspielzeit ist vorbei. Das heißt, jetzt müsste eigentlich abgepfiffen werden. Ja, so ist es. Zur Halbzeit steht es dann 0-0. Das ist nichts Besonderes für uns. Kevin Scheithauer noch ohne Chance. Mal schauen, was noch in der zweiten Halbzeit geht. Wir schauen auf die Ergebnisse. Union Berlin 1-1 gegen FSV Frankfurt. Das ist gut, wenn die schon mal nicht gewinnen. Das heißt, wir könnten nämlich vorbeiziehen mit einem Sieg. Und der ist für uns ja nur ein Tor entfernt. Hier im Stadion am Laubenweg. Ich weiß, die Fürther Arena hieß auch mal Trolley Arena, glaube ich. Das ist aber auch ein bisschen her schon, ne? Ich weiß es wirklich nicht, also... Sorry, ich liebe Fürther, aber... das ist auch nicht die Region, in der ich wohne. Da bin ich eher am Holsteinstadion in Kiel zu Hause. Ah, der Pass war nicht gut. Chanturia geht direkt drauf. Gaudino macht das gut. Albutat. Chanturia setzt sich durch. Und was war denn da jetzt? Das hat dem Schiedsrichter nicht für einen Elfmeter gereicht. Ich meine, wir kriegen viele Elfmeter, das stimmt, aber wenn uns einer zusteht, dann muss er natürlich pfeifen. Und es muss den Freistoß noch geben. Und wir haben jetzt eine gefährliche Situation für uns. Und jetzt gibt es erstmal den Wechsel. Jasula kommt für Trinks. Janic. Kriege ich das irgendwie hin, den da oben reinzudrehen? Nee. Freistöße sind nicht so mein Gebiet. Außer sind jetzt ein bisschen weiter weg, sodass ich drauf kloppen kann. Aber das habe ich irgendwie... Also ich konnte das mal recht gut, aber irgendwie... Ist das ein bisschen verloren gegangen, diese Qualität? Weiß auch nicht, es ist ja eigentlich in jedem FIFA das gleiche. Scheithauer. Janic. Janic! Und jetzt macht er das Tor! Und wieder ist es Zlatko Janic, der das 1-0 schießt, wie schon im letzten Spiel. Und es war toll gespielt. Scheithauer sieht Janic und der hat viel Platz und lässt Sebastian Mielitz keine Chance. Und Janic ist der Spieler, der uns hier möglicherweise mit seiner überragenden Form zum Aufstieg schießen könnte. Noch nicht in diesem Spiel, aber er hält uns am Ball, im Spiel, im Aufstiegsrennen. 15 Tore schon. Top-Torschütze. Der MSV Duisburg stellt den besten Torschützen der ganzen Liga. Wir stellen auf ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit muss man sagen, führt noch nichts Erwähnenswertes auf unser Tor. Ah, Stöger. Für wen gibt es den Freistoß? Für Fürth. Hm. Interessant. Und wieder wechselnd führt. Asemi kommt für Berisha. Und jetzt kommen wieder die langen Bälle. Denn wenn spielerisch nichts geht, dann hilft vielleicht eine Standardsituation oder irgendein langer Ball, der doch ankommt. Scheithauer. Scheithauer. Gibt es eine Ecke? Es gibt die Ecke. Kevin Scheithauer, auch er. Ja, nicht in der Formkrise, aber er hat uns schon mal mehr weitergebracht. Da ist die Chance und der wird gerade noch so geklärt vom Fürther. Stark gemacht. Stark gemacht.
Janjic. Und wir haben den Platz. Wir müssten eigentlich jetzt das 2-0 machen, um auf Nummer sicher zu gehen. Fälscher. Fälscher mit Chanturia. Fälscher macht das stark. Caligiuri. Vorne auf Azemi. Den holt sich Meissner. Und Fälscher vorne. Eigentlich überhaupt nicht seine Position. Wir müssen gleich mal wechseln. Sonst wird es zu spät sein. Für irgendwelche Wechsel. Höchst spannend jetzt hier in Fürth. Und jetzt die Chance. Scheidhauer, Janjic. Und die Eckfahne. Komm schon, die Eckfahne. Ah. Und dann nicht präzise genug. Die Ballannahme war nicht gut. Wir bringen Grote für Stöger. Was machen wir noch? Albut hat raus, Holland rein. Holland kann immer was bringen. Das ist ein Top-Spieler. Und Bajic oder Bol. Bol für Wolze. Wir müssen links außen, müssen wir weiterhin Tempo haben. Scheidhauer versucht es gleich mal vorne. Aber das war natürlich klar, dass das nichts bringt. So, keine Gefahr. Ratajczak hat den Ball und hat Zeit. Und sieht den freien Chanturia. Legt ihn gut rüber. Grote. Grote, der war nicht im Aus. Janjic. Scheidhauer. Scheidhauer, Marin, bitte. Marin doch. Das ist eine Anspannung jetzt gerade, weil wir eben gerade auch schon kurz vor Schluss dieses 1-0 hergeschenkt haben. Aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus und es ist nur noch eine Minute zu spielen. Komm schon. Jetzt bloß keinen Fehler mehr machen. Und die 2 Minuten sind lange drüber und das war's. Wir gewinnen dieses Spiel mit 1-0. Und es ist egal, ob es verdient ist oder nicht. Es ist wichtig, wichtig für den Aufstiegskampf. Und damit bleiben wir im Jahr 2016 weiterhin ungeschlagen. Und die Freude bei den Fans ist groß. Zlatko Janjic macht wieder ein Tor. Und diesmal nicht per Elfmeter, wie ja schon so häufig. Und Militz konnte nur hinterher schauen, weil er von Scheidhauer perfekt vorbereitet wurde, der Treffer. Das war jetzt gerade eine ganz schöne Anspannung, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich jetzt schon, ich habe mich total konzentriert auf das, was jetzt hier passiert ist. Also, ja, Statistiken würden eher für einen Unentschieden, teilweise vielleicht auch eher für einen Fürther-Sieg sprechen. Union Berlin verliert gegen Frankfurt mit 1-3. Sehr gut. Das heißt, wir sind wieder auf dem Relegationsplatz. So sieht's aus. So, dann können wir gleich mal trainieren. Pflücke ist jetzt auch gleich wieder einsatzbereit. Und schauen wir mal, was da so passiert. Wir schauen gleich auch mal auf die Tabelle, aber erstmal simulieren wir vor. Wir haben eine englische Woche. Wir haben eine englische Woche. So. Die Sperre von Pflücke ist jetzt abgelaufen, das wussten wir. Und aus Deutschland Kingsley Coman, Zlatko Janjic und Max Kruse. Ach, wir brauchen schon Kruse, wenn wir Scheidhauer und Janjic und Obinna haben. So, es haben noch nicht alle gespielt, deswegen simuliere ich erstmal vor. Also das Duell gegen Leipzig. So, wir schauen erstmal rein. Kevin Scheidhauer, ich habe die geplante Aufstellung für das nächste Spiel gesehen und festgestellt, dass ich auf der Bank sitze. Ich habe in letzter Zeit gut gespielt und würde gerne weiterhin eingesetzt werden, Trainer.
ja, ich habe die Aufstellung ja noch nicht wirklich gemacht. Ich werde das dann entscheiden. So. Wir stehen also mit 2 Punkten Vorsprung auf Platz 3 vor Union Berlin. Unser nächster Gegner, RB Leipzig, steht auf Platz 12, also einen Platz vor Fürth. Mit 27 Punkten, 12 Punkte weniger als wir haben. Und gut, nach vorne ist schwierig, aber wir haben 4 Punkte Rückstand auf Bochum. Wir können den Vorsprung trotzdem vor Union Berlin. Ich sehe den Vorsprung-Moment vor Union Berlin und der gefällt mir. Und das heißt, wenn wir das nächste Spiel gewinnen und Union Berlin verliert, dann haben wir so ein Spiel vor, sozusagen. Dass wir auch mal ein Spiel verlieren können, ohne dass wir gleich befürchten müssen, vom Relegationsplatz wieder weg sein zu müssen. Aber ich möchte mal kurz noch in den Kalender schauen, weil ich erzähle die ganze Zeit von im Jahr 2016 ungeschlagen. Stimmt das überhaupt? So, Sieg gegen Heidenheim, Unentschieden gegen Bochum, Sieg gegen St. Pauli, Unentschieden gegen München und Sieg gegen Fürth. Es stimmt sogar. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge gegen RB Leipzig. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Ciao.